Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Harvest Moon Magic Melody. Mein Name ist Chrissy und wir starten wieder heute in eine Solo-Aufnahme. Eine kurze Folge. Und ja, ich habe von meiner lieben Schwester von der letzten Folge noch einen kleinen Tipp bekommen, worauf ich nochmal achten sollte, was Gott sei Dank ihr aufgefallen ist. Wir müssen gucken bei. Ich habe mir Rezepte rausgesucht. Jedoch befürchte ich, dass ich vielleicht nicht alles haben sollte. Wir gucken mal kurz. Kühlschrank. Also, wir haben Milch. Check. Butter. Nee. Nur Milch. Eier haben wir auch. Können wir ansonsten auch frisch holen. Butter können wir entsprechend zubereiten heute. Und wir brauchen eine Brotfrucht. Gott. Wo kriegen wir denn jetzt im Winter eine Brotfrucht her? Was sagt das Wetter erstmal? Trocken morgen. Gut. Quäkel. Hallo Svenio. Kriegen wir denn jetzt eine Brotfrucht her? Und ganz wichtig ist, wem verschenken wir denn den Kuchen? Ich hab keine Ahnung. Das heißt, wir müssen uns heute festlegen, wen wir als Frau haben möchten. Habt ihr geöffnet? Scheiße. Habt ihr Mittwochs... Ah, 9 Uhr. Okay. Können wir also noch schaffen, wenn die Brotfrucht haben. Also, hallo, hallo. Hallo, hallo. Alle gefüttert und wir haben noch Seine. So, alle noch schön striegeln. So, ich brauche heute Milch. Und zwar gute Milch. Mindestens mal. Enttäuscht mich nicht. Geht doch. So, Butter brauchen wir. So, können wir heute nicht verkaufen. Wir haben gute Butter, wir haben gute Milch. Gucken wir mal, dass wir noch ein gutes Ei bekommen. Weil das fantastische Wunderei will ich nicht unbedingt nutzen. Ja, gute Eier haben wir auch noch. Perfekt. Gut, dann haben wir alles in guter Qualität. Rest verkaufen wir. Marvin, geh von der Verkaufsbox weg. Du auch, Florian. Geh weg. Jetzt können wir zu mir kommen. Ich gehe jetzt auch wieder alle blenden. Das war nicht doch. Gut, wir haben Eier, wir haben Butter, wir haben Milch.
Hochfruchtbäume noch. Das heißt, wir müssen noch einen kurzen Moment warten. Drüben auch wieder nichts. Stimmt, wir könnten wieder ein bisschen äxten. Und ja schließlich wieder Holz. Ich glaube, Exten ist das falsche Begriff gewesen. Das heißt ja Pelle. Nicht Ex. Das fällt mir nur ein. Haha. Das war ein Wortwitz. Ich will mal was gucken. Tut er überhaupt richtig aufladen? Ja. Zwei weitere Schläge und los geht's. Ja, du bist K.O. Verstehe schon. Gut, wir haben schon 10 sogar. Gut. Um nicht so viel Zeit zu verschwenden, weil wir müssen ja noch den Kuchen backen. By the way, ich habe heute auch nämlich gerade eben noch einen Kuchen gebacken. Passt doch gerade perfekt. Liz! Sag mir bitte, dass sie hat. Dankeschön. Ciao. Wir könnten auch gerade noch mal fragen, ob sie noch ein paar andere Zutaten hat. Liz! Hast du? Oh, perfekt. Danke! Ciao! Und dann machen wir gleich einen Schokoladekuchen draus. So wie ich heute einen Schokoladenkuchen gebacken habe. Niemand kann mir behaupten, dass ich entsprechend mich nicht mit meinen Let's Plays auseinandersetze. Wenn ich schon angefangen habe, Bagels zu Hause zu beschmieren, weil ich bei Kuchenfix im GTA Roleplay entsprechend Bagels belegt habe den ganzen Tag, dann weiß ich auch nicht. Oh. Müssen wir ein paar Steine losbekommen. So, ich will jetzt aber auch nicht alles wieder verkaufen, was ich habe. Die Sachen brauche ich alles. Oben im Kühlschrank steht noch eine Milch. Dann einmal Rührgerät und alles in einen Schokokuchen, Kakaokuchen abhacken. Ein Stück? Boah, es ist teuer. Nicht essen. Ich führe mich nicht selbst in Versuchung, den Kuchen zu essen.
Nee, Moment. Wen wollen wir denn überhaupt beschenken? Nina? Anne? Ellen? Maria? Umsonst gibt es aktuell keine. Alle anderen sind, glaube ich, nicht heiratsfähig. Ich schaue noch mal kurz auf meine Liste. Wen nehmen wir denn jetzt? Von denen, die jetzt aktuell schon da sind. Es gibt auf jeden Fall noch einige. Oh, es gibt wirklich einige. Ist es dafür noch zu früh? Weiß ich nicht. Also mit Nina haben wir schon ein Herz, mit Anne haben wir ein Herz. Ach komm, wir probieren es bei Anne. Trödelarten also. Trödelarten war doch unter uns. Hi. Ach, du hast deine Kuchenbackmaschine ruiniert, deine automatische. Ach, wie dumm. Aber weißt du was? Kriegst du noch einen Kuchen. Was hat das jetzt gebracht? Keine Ahnung. Wahrscheinlich kommt morgen irgendwas. Oder wer weiß. Ich spreche sie einfach nochmal an. Okay, tschüss. Dann halt nicht. Ja. Gut. Aus weißer Vorsicht. Und wir gucken mal kurz, was wir sonst noch haben. Ein bisschen Holz haben wir schon. Okay. Wir fragen einfach mal bei Woody nach. Falls ihr dürft, bitte. Woody! Wie sieht's aus? Umbau. Hm.
100 Stück. Sind 50.000. Pelz. Okay, das ist das nächste Ziel auf jeden Fall. Ach ja, Woody. Wie sieht's aus mit Grundstücken? Okay, du hast keine Grundstücke. Möbel? Ja, ein paar Möbel gibt's schon. Es gibt sogar eine XL. Okay. Profi oder Mama? Cremefarben. Ich glaube, das ist aber eher was für Level 5 aus. Immer darunter nie was vorstellen kann. Ach komm. Wenigstens etwas Geld ausgegeben. Vielleicht schlafen wir auch dadurch ein bisschen besser. Wer weiß. Du bleibst von meinem Grundstück fern. Ich sagte, du bleibst von meinem Grundstück fern. Danke. Mann, immer diese Leute. Na, Alex. Ja. Was kann man denn noch machen? Brauchen gegebenenfalls mehr Herzen bei Woody. Heißt für mich. Wo ist das gut Ei? Das ist sehr gut Ei. Was ist das für eine Größe? Ist das M oder L? Also. Bett bei S. Haben wir jetzt eine Größe ausgetauscht? Kühlschrank ist jetzt L Profi. Aktuell haben wir M. Also M Marmor. Also, dann gucken wir mal kurz. Wir hatten Down Bed S. Okay. Das ist groß. Daneben steht die Truhe.
total übertrieben. Ja, du kommst dich auch, was das soll. Er nervt mich nicht. Gut. Wir haben relativ viele heute drin verbracht. Deswegen sprechen wir einfach nochmal mit ein paar Leuten. Na, wie geht's? Oh. Ach ja. Heißt das, die verkaufen Kuchen oder wie? Ach, nur die Artikel wahrscheinlich. Ja, mehr brauche ich erstmal nicht. Das Zeug habe ich ja alles schon. Hast du es endlich daraus gelernt? Nicht auf mein Grundstück gehen. Nichts? Gut. Das ist, glaube ich, noch Terry. Alle reden nur noch vom Kuchen. Kriegen auch irgendwie den Hals jetzt voll. Können wir noch was zum Verkaufen? Wie sieht es eigentlich hier noch mit den Sachen aus? Michi, was hast du? Nee. Alte Uhr. Kühlschrank. Sofa. Rollstuhl. Was hast du hier zu tun, Theodor? Oh, wie schön. Ja, ist das. Okay, jedenfalls bereue ich es jetzt, dass ich es ihr nicht geschenkt habe. Noch ein Pilz. Warte, ich war hier hinten nicht noch mehr von dem ganzen Zeug? Auf jeden Fall noch ein paar Äste. Könnte man ja gut schicken. So, jetzt noch ein paar Krallen. So, da kann ich nicht schicken. Hackbeschuss. Na gut. Na gut. Stimmt, ich wollte eigentlich zu Woody. Scheiße. Na gut, dann muss das halt für die nächste Folge warten.
Rucksack wird dir Gott sei Dank nicht schlecht. Jedoch. Heißt es jetzt auch Abschied nehmen. Es ist heute relativ wenig passiert. Wir hätten uns jetzt nur um den Kuchen gekümmert und uns um die Tiere gekümmert. Ist aber auch mal eine kleine Abwechslung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage gute Nacht. Mal gucken, wie das neue Bett ist. Oh, ist es gemütlich.